Ich habe gerade mal auf How Long to Beat geguckt. Da steht Spielzeit ungefähr 6,5 Stunden. Jetzt brauche ich immer etwas länger, aber naja. Irgendeine Idee, wo das Notizbuch versteckt sein könnte? Das ist ein ziemlich großes Theater, weißt du? Ich fürchte nicht. Aber wie groß kann das schon sein? Naja, das Schiff ist ziemlich groß. Das ist nur die Lobby. Warte, bis du das Auditorium siehst. Ich lass dich mal suchen und kümmere mich so lange um ein paar Probleme mit den meteorologischen Geräten. Ich melde mich später, in Ordnung? Klar, das könnte etwas dauern. Das ist nur die Lobby. Okay. Gut. Da lockt man sich aus und was? Juckt's und Dollerei bei Epic Games Launcher ein und was liest man da? Eine Freundschaftsanfrage. Na, du bist mir ja ein Schlingel. Habe ich gestern, glaube ich, gemacht. Betreten Sie das Theater, um nach Addis Forschungsergebnissen zu suchen. What the fuck? Ja, wo soll man suchen? Ja. Moby Dick. Okay. Hier geht's auch in die Whale Station, okay. Von beiden Seiten geht's in die Whale Station. Alles klar. Ja. Pneumatic Messages. Und da kommt auch prompt eine. Guck mal an. Frankenstein wurde hier auch aufgeführt. Boops. Bronze-Boops. Sind mir zu kalt. Rohrpostnachricht. In der Zukunft werden wir die Vergangenheit korrigieren. Halte einfach dein Versprechen. Aber hart und straff. Ja, das ist wohl wahr. In der Zukunft werden wir die Vergangenheit korrigieren. Schickt mir meine Schwester immer noch Nachrichten? Und wie hat sie überhaupt... Kriegen wir ein Paradoxum hin? Sie hat mir ja die Nachricht, dass ich hier hinkommen soll, aus der Zukunft geschickt. Sie ist aber ermordet worden, bevor sie mir die Nachricht schicken konnte. Sie schickt mir anscheinend immer noch Nachrichten. Schaffen wir es? Die Vergangenheit zu korrigieren und dadurch kriegt sie die Möglichkeit, uns Nachrichten zu schicken? Was? Ein Tumperbot? Was ist denn ein Tumperbot?
Geht hier eigentlich eine Treppe runter? Tatsächlich. What the fuck? Es tut mir schrecklich leid, aber die Tower-Upgrades haben länger nach meiner Aufmerksamkeit verlangt, als ich erwartet hätte. Ich hoffe, ich habe sie nicht zu lange warten lassen. Kein Stück, Sir. Ich lerne immer noch, wie man sich am besten hier auf der Helios bewegt. So viele Etagen, so viel zu sehen. Ziemlich. Aber ich habe das Beste bis zum Schluss aufbewahrt, meine Liebe. Das Grand Theater der Helios. Sollen wir? Unbedingt. Okay, Tesla ist also mit unserer Schwester ins Theater gegangen. Es gibt nun mal unendliche Zeitlinien. Jedes Ereignis und Erscheinung macht x Möglichkeiten. Theoretisch. Ist das Ding groß hier? Wow. Die Eingangshalle eines Theaters schon so riesig ist. Man stelle sich das komplette Gebäude vor. Und das Ganze ist auf einem Schiff. Jupp. Es ist ein großes Schiff. Okay, da kann ich nicht weiter, so wie es aussieht. Da hinten wahrscheinlich auch nicht. Macbeth, das hier alles aufgeführt wurde. Wow. Le Miserable, okay. Alter. Wow. Dies, Frau Archer, ist das Grand Theater der Helios. Wow. Freut mich, dass es Ihnen gefällt. Wir hatten dieses Jahr einen exquisiten Spielplan. Und wenn Sie genau hinschauen, dort oben, das ist Ihr privater Balkon, von wo aus Sie alle Stücke sehen können. Dieser Balkon gehörte mir, aber akzeptieren Sie ihn als Ihr Willkommensgeschenk und als Beweis meiner Anerkennung Ihrer wissenschaftlichen Leistungen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Sir. Oh, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Und bitte, nennen Sie mich Nicola. Vielen Dank. Aber was werden die Leute sagen? Werden sie nicht reden? Ich auf Ihrem Balkon? Es ist nicht meiner, nicht mehr. Und die Leute werden immer reden, das kümmert mich reichlich wenig. Kommen Sie, ich zeige Ihnen die Aussicht. Natürlich. Ein privater Balkon? Würdest du deine Aufzeichnungen dort verstecken, Ada? Die Chance ist hoch. Nur welcher? Sind ja kaum Balkons da. Ist ja, ne? Wow. Was? Ein Herzchen? Signierter Opernflyer. Für meinen größten Fan, Thomas. Mach es gut. Ja, wir. Okay. Es ist immerhin kleiner als ein Mega-Supertanker. sicher? Weil mittlerweile gibt es ja auch wirklich extremst große Kreuzfahrtschiffe. Wenn du die am Hafen siehst, da denkst du auch, da hat ein Hochhaus angelegt.
signierte El Petronova Flyer. Eine solche Ehre, an Bord der Helios aufzutreten. Vielen Dank. Sie wollte ich schon immer mal live sehen. Ja, dafür bist du ein bisschen spät. Hoppala. Ein bisschen spät dran, würde ich sagen. Schade. Oha. Reizt mich jetzt ein bisschen auszuprobieren, ob ich da runterfallen kann. Aber nein. Ich kann da lang klettern. Okay. Klar, dass da irgendwas Dramatisches passiert. Von da ab war es nur noch eine Frage, es zu bauen. Aber genug über mich. Was ist mit Ihnen, Ada? Ihrer Familie? Sie haben eine Schwester, nicht wahr? Ja, Rose. Rose Archer. Und wenn Sie mich für stur halten, warten Sie, bis Sie meine Schwester kennenlernen. Was macht sie beruflich? Sie ist Journalistin. Ist das so? Ist sie gut? Die Beste. Familienkrankheit. Ja, sie ist eine super Wissenschaftlerin, ich bin super Journalistin. Passt doch. Kommen wir hier jetzt gerade auf so einen Balkon? Da sind Bücher, da ist ein Radio. Ja gut, eine Bar kann ich nachvollziehen. What the fuck? Herausgerissene Seite aus einem Tagebuch. Zweiter Dienstag im September. Liebes Tagebuch. Heute hat Michael unsere Bierflaschen vertauscht und aus meiner getrunken. Ich habe ihn darauf hingewiesen und wir haben darüber gelacht. Wenn er das noch einmal macht, trete ich ihm auf den Hals, bis seine Luftröhre so verstopft ist wie die verfickten Toiletten auf der Helios. Er ist trotzdem ein netter Kerl und er riecht gut nach Lavendel und Fisch. Nach Lavendel und Fisch. Die Kombination möchte ich mir nicht näher vorstellen. Dieses Tortenstück sieht extrem süß aus. Okay, es bricht nicht ein. Wow, wie sieht denn das auf der Bühne aus? Wow. Hier scheint aber sonst nichts zu sein. Ja gut, ich bin auch nicht in meinem Dings, ne? Nicht wirklich. Ja. Habe ich noch einen Weg übersehen? Richtiger Fisch stinkt nicht. Frischer Fisch stinkt nicht. Nenn ich wieder zurück. Hallo? Spiel, andere Richtung. Zack. Genau. Danke.
Ist aber trotzdem kein Geruch, den ich mir vorstellen möchte. Also, selbst wenn es frischer ist. Das war doch alles ziemlich schlauchartig hier, oder nicht? Habe ich da irgendwo was übersehen? Wo habe ich etwas übersehen? Kaputte Deckel klettern oder was? Vielleicht doch da runterspringen? Das sieht mir aber nicht so aus, als könnte man das überleben. Okay, ich muss darüber. Wie kommt man darüber? Okay. Wow. Geronimo, nein. Ganz ehrlich, ich wäre da nicht, glaube ich, nicht im Stehen drüber gegangen, sondern drüber gekrabbelt. Das sieht noch relativ frisch aus hier. Elevator Keycard, okay. Signierter Steinitz-Flyer. Frau Archer hatte Glück. Steinitz. Hat unser Schwesterchen ihn im Schach besiegt? Hm.
wir sind da. Ich hoffe, Sie haben während Ihres Aufenthalts auf der Helios viel Vergnügen daran. Das ist wundervoll. Ich kann Ihnen wirklich nicht genug danken. Unsinn, meine Liebe. Forschen Sie einfach weiter an Ihren Theorien. Das ist mehr als genug Dank. Okay, da geht es ziemlich offensichtlich gleich weiter. Obwohl, die Keycard hängt nicht hier. Ich glaube, Sie sind etwas Bahnbrechendem auf der Spur, Ada. Es fehlt nur noch der letzte Funke. Ich hoffe, die Helios kann Ihnen alle Ressourcen bieten, die wir dafür brauchen. Denn wenn wir es schaffen, werden wir die Welt für immer verändern. Auf die Veränderung der Welt. Auf die Veränderung der Welt. Hier nicht. Da nicht. Hier nicht. Okay. Ja, wo denn dann? Als ob jede Veränderung etwas Positives bringen würde. Wissenschaftler, Holzköpfe, ja, sie haben zumindest immer positive Ziele. Ob das so klappt, ist eine andere Sache. Schon. Du musst ihn finden, während ich mich durch eine weitere Laborabteilung kämpfe. Ich gebe dir einen Tipp. Bühnenmitte. Das ist alles? Damit lässt du mich allein? Viel Spaß. Bühnenmitte. Heilige Scheiße. Ada, ich kann dich hören. Warum hatte sie den Tipp Bühnenmitte in ihrem Apartment gegeben? Gibt Season Tickets? Okay. Ich verstehe diese Vision von Ada immer noch nicht. Oder wie das Radio unser früheres Gespräch wiedergeben konnte. Aber es ist, als wäre sie immer noch hier und würde mich anleiten. Wow, wie weit geht denn das runter? Fällt mir jetzt gerade so auf, wie der Blut hier ist. Hier liegen gar keine Leichen, ne? Hier ist zwar stellenweise Blut. Aber keine Leichen. In Ordnung. Bühnenmitte. Wie komme ich darauf?
Ah, eine Leiche, eine Leiche. Die wurden gefressen, oder wo ich sein? Oh, noch eine Leiche. Wow, die Augen. Wow. Okay, hier sind jetzt ein paar. Moment mal, waren die zwei gerade schon da? Also, what? Hey, Monster, du hast was liegen lassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die gerade noch nicht da waren, als wir gekommen sind. Für die reizende Lucy an Bord der Helios. In Dankbarkeit, F. Fabrier. Der große Fabrier. Fabrier, sorry. Schicker Schnurrbart. Ja, Mustache. Wow. Mit welcher Wucht muss man einen Notenständer in jemanden reinprügeln, dass der so drin bleibt? Wow. Bühnenmitte. Wir sind auf der Bühne. Nimm es mit! Nimm es mit! Wo würde ich mich verstecken, wenn ich ein super geheimes Forschungsnotizbuch wäre? Okay, vergesst das da. Nimm das hier mit. Mit Herzblut bei der Sache ist, da geht das schon. Mit viel Wut oder Enttäuschung. Die Hypno labert einen fast tot. Ich kann froh sein, dass ich überhaupt noch mitzocken werde. WB Joker. Einfach nicht laufen. Nein. Der Tod war vorprogrammiert. Der ließ sich nicht verhindern. Ich habe nämlich laufen gedrückt. Es bewegte sich null. Warum sollte sie froh sein? Danke. Hätte ich es vorher gewusst, wäre ich direkt hier geblieben. Wie sieht's aus? Hast du schon gegen Gegner gekämpft?
Lebt Ada noch? Wie geht's Audrey? Ada lebt nicht mehr, nein. Audrey, keine Ahnung. Scheint mir immer noch ziemlich crazy zu sein. Und kämpfen muss man ja nicht, nur weglaufen. So wie jetzt. Jetzt läuft auch direkt los. One way, no way out. Okay. Ich hab dich auf dem Maskenball gesehen, Rose. Es ist alles deine Schuld. Ich war nicht auf dem Maskenball. Warum hat er mich jetzt eingekriegt? So, da stand no way out. Allerdings dreht die Kamera hier automatisch. One way in. Willst du mich verarschen? To die. Painful? Fast? Slow? Das Spiel mobbt dich, ja, den Eindruck habe ich auch. Painful, fast, slow. Der ist durch die Tür. Du gehörst mir, Rose! Es ist alles deine Schuld! Warum ist es meine Schuld? Willst du mich verarschen? Ah! Okay. Also das hätte schon mal keinen Unterschied gemacht. So, und da scheint er ja jetzt drin zu sein. Kann ich so ein Ding hier mitnehmen? Ziehe ich ihm einfach über den Schädel. Like her. Da fehlt ein bisschen was.
Trollololololol. Okay. Alles klar. Oh, alle Fundstücke gefunden. Oh. Was ist das für ein Bild? Einmal Lebernierchen zum Mitnehmen. Der Clown fehlte noch, stimmt. Deckel noch drauf machen sollen. Erwachsenen Lego-Bausatz. Das ist mal ein Zahnrad hier, mein lieber Mann. Komm, nimm das Rohr mit, kannst du ihm auf den Schädel ziehen. Da bin ich doch gekommen. Ich kann auch gar nicht zurück, sonst hätte ich jetzt mal die Tür versucht. Wo habe ich denn jetzt noch irgendwas nicht gemacht? Warte mal. Gehen wir nochmal hier rein. Darf ich nicht. Hier ist auch noch eine Tür. Oder? Kann ich hier hinter? Nein. War die eben auch schon auf? Keine Ahnung. Die sind so schön, auch wenn es Theaterwaffen sind. Sie tun trotzdem weh, wenn man einem damit vor die Glocke haut. Also von daher, nimm die Dinger doch mit. Soll ich gleich vor dieser Kugel weglaufen, oder was? Ich weiß seinen Namen nicht mehr, sonst hätte ich jetzt zurückgerufen. Raus! She was here before. Er spielt ein Spiel mit mir. Ja, es war lustig.
Hm. Ja. Ah. Kann sein, dass das hier gerade alles ziemlich gleich aussieht. The End. Zurücklaufen war ja jetzt etwas schwierig. Da hinter mir war ja was zusammengekracht. Also wie ist das hier gedacht? Ach da. Das war reine Intuition, dass ich da jetzt abgebogen bin. Schließ deinen Frieden. Unser kollektives Leid endet heute. Danke für den Pfeil, der in die falsche Richtung zeigt. Hat Hilarion, alte Socke, wach auf? Der ist nicht im Chat. Jetzt muss ich tatsächlich nachgucken. Aber in der Liste. Ja, bei mir nicht. Schließ seinen Frieden. Unser kollektives Leid endet heute! Was? Was? Unser kollektives Leid endet heute! So, was habe ich jetzt anders gemacht, dass du mich hier... Scheiße! ...einholst? Au! Verbrennst du gerade, du Arsch? Heißt das, wir haben in Zukunft Ruhe vor ihm? Wäre ja mal was. Aubrey, wo zur Hölle warst du? Ich hätte dich vor 5 Minuten brauchen können. Du hast das Notizbuch gefunden, oder? Ich wette, du hast es. Richtig? Richtig? Ja, Aubrey, ich habe das Notizbuch. Und dann bin ich Ludwig begegnet. Oh nein. Geht es dir gut? Alles okay, Aubrey. Und zum Glück hat Ludwig Feuer gefangen, also ein Problem weniger.
gute Nachricht nach der anderen. Was kommt als nächstes? Die schlechte Nachricht ist, ich habe mich verlaufen. Ich glaube, es gibt hier einen Aufzug, aber ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Es ist zu dunkel. Aha, kein Problem. Achte auf die Lampen um dich herum und sag mir Bescheid, sobald sie blinken. Ja? Klar. Sobald sie blinken. Okay. Der scheint ja eine ultimative Fernbedienung zu haben, ne? Dass der überall irgendwas machen kann. Ich vermute mal schwer, der wird jetzt so sektionsweise die Lampen zum Blinken bringen, um dann rauszukriegen, wann ich was sage. Ups, das war heiß. Jo. Endlich, Hypno baut den Tisch auf. Gleich in einer halben Stunde geht's los. Was? So, was habe ich jetzt abgeschaltet? Ich habe was abgeschaltet. Hauptsache das. Ah. Ach so, okay. Tadam, 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 tadam. Noch nichts? Nein, nichts. Warte! Jetzt, Aubrey! Jetzt! Oh, das ist Deck 66. Nächster Punkt. Dich zum Aufzug lotsen. Fantastisch, Aubrey. Danke nochmal für alles. Ich werde mein Versprechen einlösen. Du hast keine Ahnung, wie gut das klingt. Warte, ich kümmere mich um die Türen. Das Verdächtige ist ja, ne? Der kann anscheinend überall Licht ein- und ausschalten, Türen öffnen, bla. Nur da, wo er... Oh, Gott, verdammt. Was ist los? Da ist... widerlich. Da ist der Körper eines Mannes gekreuzigt an der Wand. Gibt es noch einen anderen Aufzug, den du raufschicken kannst? Ich würde lieber nicht... Es ist der einzige. Es ist der einzige, Rose. Ich hasse diesen Ort. Ich hasse diesen Ort so sehr. Ein Blatt rein. Ein Dorn raus. Danke, dass du das tust, Rose. Ja. Kann man dem Typ wirklich trauen? Nee, ich glaube nicht. Wie ich gerade schon sagte, der kann anscheinend überall Licht ein- und ausschalten, die Türen öffnen. Ist aber selber eingesperrt und kann das nicht ändern. Der konnte uns aus dem Eingesperrten rausholen. Irgendwas ist faul an dem Typen. Kapitel 7, der Zwist der Eris. Scheiß drauf, machen wir auch noch. Das kann nicht mehr lang sein. Ich bin jetzt seit 6,5 Stunden am Streamen. Pausen wären jetzt, wir hatten 3 Pausen, ne? Wären insgesamt keine halbe Stunde. Also seit 6 Stunden. Wenn How Long to Beat recht hat, müsste das letzte Kapitel sein. Ja, weitermachen. Der Zwist der Eris. Ich muss etwas gestehen. Ja? Ich hab dir erzählt, ich hätte eine Familie, aber das stimmt nicht. Das war eine Lüge. Ich bin ein Lügner, Rose. Es tut mir leid. Schon okay, Aubrey. Ich bin froh, das zu hören, denn ich fürchte, du hast noch einiges vor dir, um auf meine Seite der Maschinenhalle zu gelangen. Natürlich habe ich das. Was für eine Überraschung. Wo muss ich lang? Geh in die Maschinenhalle vor Ort. Du musst deinen Weg auf die andere Seite der... Scheiße! Stromkupplungen, Benny! Hey, Rose, ich muss mich mal eben kümmern. Moment, bin im Handumdrehen zurück. Mach bloß nicht... Was nicht machen? Aubrey?
Aubrey! Na toll. Ja, mach bloß nicht. Ist doch ein guter Hinweis. Ich werde mich dran halten. Was? Und bleibt auf, okay. Okay, hier fällt anscheinend zwischendurch der Strom aus. Aber nicht komplett. Kann ich stehen, was ist das? Aha, dafür also der Stromausfall zwischendurch. Was? Wo bin ich jetzt? Ach so, okay. Rose? Aubrey, kannst du etwas gegen die Stromausfälle tun? Ich dachte, du überwachst diesen Bereich. Es gibt da ein kleines Problemchen mit der großen elektromagnetischen Verteilerspule. Sie scheint zu pulsieren. Das sagt mir gar nichts, Aubrey. Drück dich einfacher aus. Ach, Rosie, wir generieren den Strom aus der Zeit. Dieser Scheiß ist kompliziert, okay? Versuch einfach weiterzukommen und stirb nicht. Nicht sterben. Oh, großartiger Plan, Aubrey. Deine beste Arbeit bislang. Hörst du das, Benny? Rose wird zickig. Wieso? Stimmt doch. Top Plan. Das Mädel war total verspannt. Oh, Baba.
Praise the Sun. Das hat gut geklappt. Oh, geht tatsächlich. Ich hätte damit gerechnet, dass es nicht geht. Wissen, was da oben ist. Ach so, auch ein Rübergang, wo man nicht rüber kann. Ha. Bleib dabei, ich habe jetzt ich habe gedacht, ich könnte ihn jetzt bewegen. Ja. Na dann. Den habe ich. Den hatte ich ja auch. Alles klar. Lauf, lauf! Natürlich ist das da oben, ist ja klar. Jetzt wird Larian nicht mehr in der Liste angezeigt. Die Aktualisierung läuft bei Twitch. Nicht. Aber wie gesagt, bei mir wurde er auch gerade schon nicht angezeigt. Weiß nicht, ob er zwischendurch mal angezeigt wurde, keine Ahnung. Ich gucke da nicht permanent drauf. Macht wenig Sinn, die Zuschauerliste zu beobachten. Hm.
Rose, bist du da? Rose? Ja, ich bin noch da, Aubrey. Ich hab's durch die Maschinenhalle geschafft. Was jetzt? Vor dir befindet sich die Steuerung für die Hydraulik und den Druck. Die Verteilerspule bringt die Lagertanks zum Kochen. Du musst also den Druck reduzieren, um die Sicherheitstüren öffnen zu können. Such die Druckventile, Rose. Wenn du daran drehst, sollte sich der Druck verringern. Okay, Ventile finden und Druck verringern. Verstanden. Du machst das toll, Rose. Du bist fast hier. Okay, bin gleich wieder da. Ich gucke immer stichprobenmäßig mal nach. Man weiß ja nie, wer gerade lurkt und sich um die Unterhaltung drücken will. Da ich grundsätzlich keine Lurker aus dem Lurk hole, egal. Okay, das ist die Druckanzeige. Ah. Ich kann also nur ein bisschen niedriger machen. Gibt's noch mehr von den Dingern? Das Mädel darf am Rad drehen, ja. Ich habe jetzt gerade wieder Orientierungsprobleme. Von wo bin ich denn gekommen? Da ist noch so ein Rad. Ach, komm schon. Okay. Verdient, Billy. Verdient. Aubrey. Jahre voller. Aubrey. Gibt's noch mehr? Kann ich nichts machen. Wahrscheinlich, weil der Druck noch zu hoch ist, ne? Immer noch im Roten, ne? Oh. Oh, ach so. Ein Druckventilrad zur Steuerung des Hydraulikdrucks. Es ist alt und rostig. Muss der Druck ganz runter oder muss der nur aus dem Roten raus? Man weiß es nicht, ne? Ganz runter wahrscheinlich. Nikola wird. Aubrey! Held des Tages, Benny! Dein Funk! Der Held!
Aubrey! Nicola wird Held des Tages. Bleibt dran mit der Fahrerflucht. Rettung wird kommen. Okay. Ja, na toll. Da ist eh kein Rädchen dran. Wo, der sieht ja geil aus, der Ventilator. So einen will ich auch haben. Kann es sein, dass ich gerade wieder zurückgehe? Wartungsbericht Nummer 2411. Prüfungsurteil in besonderem Maß durchgefallen. Wow! Die Art und Weise, wie ihr mich weiterhin enttäuscht, ist wirklich atemberaubend. Die CLP-Übertragungskabel dürfen nicht an das Stromsteuerungssystem angeschlossen werden. Nur weil die Kabel passen, heißt das nicht, dass ihr sie dort verbinden sollt. Die beiden Systeme arbeiten mit völlig unterschiedlichen Frequenzen. Was bedeutet, dass alle seit der letzten Inspektion gesammelten Leistungsmesswerte nutzlos sind, da die Werte beeinträchtigt wurden. Wie zum Teufel sollen wir die Helios effektiv am Laufen halten, wenn ihr es verkackt, korrekte Messergebnisse bereitzustellen? Verpflichtende Schulung zum Thema System und Verkabelung am Dienstag 21 Uhr. Die Schulung endet erst dann, wenn jeder von euch sämtliche Details im Schlaf beherrscht. Aubrey King, Technologieabteilung, Unterabteilung Wartungsarbeit. Sogar der Hockerhöhen verstellbar? Wie cool. Ja, hier fehlt wieder ein Rad. Okay, ich war überall schon, ne? Wo? Kann ich das Rad, was ich vorhin irgendwo dran gesteckt habe, wieder abmachen?
Wenn ja, wie, wo war das? Fuck. Ja, hier soll jemand wie ich sich nicht verlaufen, ne? Okay. Sollte man nicht anfassen. Auch wieder hoch. Ich behaupte mal, da, wo ich das Rad dran gemacht habe, da war ich gerade schon. Das geht nicht wieder ab. Von daher, ja. What the fuck? Verringern Sie mit Hilfe der richtigen Ventile den hydraulischen Druck. Ja, alter Falter.
Oh. Nervt gerade nur ein bisschen. Denn auch nicht. Gut, hier war ich noch nicht dran. Kann ja auch nicht. Erstens ist Elektrik-Trick und zweitens kein Rädchen. Und hier kann ich auch nichts dran machen. Ja, das können wir doch einfach nehmen und da dran drücken. Ich laufe doch hier im Kreis. Ich war doch jetzt schon überall, keine Ahnung, wie oft dran. Was ist der Trick? Ich finde das übrigens gerade unheimlich anstrengend bei diesem Licht. Kannst du verstehen, das ist schon mal gut. Aber meine Augen beschweren sich da gerade drüber. Ich laufe doch hier eindeutig die ganze Zeit im Kreis. Ach, guck mal.
Danke. Du hast es geschafft, Rose. Alle meine Sensoren zeigen grünes Licht. Die Sicherheitstüren sollten offen sein. Nur noch eine Hürde, dann können wir dieses Schiff verlassen. In Ordnung. Noch eine Hürde. Was kommt als nächstes? Also, erinnerst du dich an diese riesige, defekte elektromagnetische Verteilerspule? Sie ist... Weißt du was? Manche Dinge muss man sehen. Komm weiter. Komm weiter. Wohin? Wo war denn die Tür, die eben rot blinkte, also leuchtete? Ja. Hier. Ja, die ist es nicht. Wo zum Fick komme ich jetzt hier raus? Was ist das für ein Scheißlabyrinth hier? Ah! Ah! Okay, das ist beeindruckend. Das ist in Wirklichkeit uns wirklich sehr beeindruckend, durch so einen Maschinenraum zu gehen. Habe ich nämlich schon mal gemacht. Nur nicht auf so einem Riesenschiff, sondern ja, ich fand es eigentlich auch sehr groß. Aber jetzt würde ich sagen, das war klein, das Schiff. Diese Lichtverhältnisse, ne? Okay, da darf ich anscheinend nicht lang. Ach, das ist eine Kette. Ach so. Audrey, mach mal Licht hier, verdammt. Ist das so in der Maschine und warum musstest du da durch? Das war einfach nur, ich hatte die Möglichkeit, mir das mal anzusehen. Boah, ist schon ewig her. War ja noch relativ klein. Hat der kleine Amiga die Erlaubnis gekriegt, sich sowas mal anzugucken? Cool, ja, das fand ich allerdings auch.
glaube, das sind so Kindervorteile, die man hat. Mit einem Erwachsenen hätten die das wahrscheinlich... Übergroße elektromagnetische Verteilungsspule. Ich nenne das Ding Fred. Fred. Oh, Scheiße. Keine Sorge, dort drinnen bist du in Sicherheit. Solange du die Schockwelle nicht direkt abbekommst, solltest du es überstehen. Gut zu wissen. Du solltest mich sehen können. Ich bin in dem hohen Gebäude auf deiner rechten Seite. Siehst du mich dort am Fenster, Rose? Wie dem auch sei. Siehst du das brennende Gebäude da hinten? Dort findest du den Notschalter. Warte, ganz da hinten? Am anderen Ende? Ja. Du willst, dass ich dort rüberrenne, während das Elektromagnet-Dings da regelmäßig alles grillt? Ja! Ich hab darüber nachgedacht. Wenn es für dich okay ist, öffne ich die Tür auf deiner linken Seite und verstecke mich so lange in einer Ecke, okay? Selbstverständlich. Ich würde eh nicht wollen, dass du mir ins Ohr schreist. Fred ist groß. Verdammt groß. Ist das warm da drin oder eher? Oh boah, das weiß ich nicht mehr. Dafür ist das zu lang her. Aber ich vermute mal, dass es sehr warm war. Ich weiß es aber wirklich nicht mehr. Aber es ist halt beeindruckend, solche riesen Kolben da sich bewegen zu sehen. Das ist wow. Wartungsbericht Nummer 2412. Prüfungsurteil komplett durchgefallen. Okay. Anmerkung des Kontrolleurs. Mir wurden von Wardenclyffe Repräsentanten mitgeteilt, dass das Wartungsteam als Arschlöcher zu bezeichnen nicht dem erwünschten Führungsstil des Unternehmens entspricht. Nicht? Kann ich gar nicht verstehen. Daher werde ich diesen Begriff bei der Beschreibung des Teams künftig nicht mehr verwenden. Stattdessen werde ich... Okay. Stattdessen werde ich sie kaputte Vollidioten nennen. Es war so klar, dass sowas kommt. Da ich schwöre, dass die absichtlich versuchen, mich zu ärgern. Hier ist ein Beispiel für die vielen Probleme, die die letzte Inspektion aufgedeckt hat. Durchgebrannte Sicherung im Sicherheitsbereich 122b. Geschmolzene Sicherheitsnadel auf den Distributionshub 4. Hub 4. Defektes Hochspannungskabel zwischen T3 und T4. Die Druckpumpe 26 funktioniert kein fucking bisschen. Sicherungskasten 14L. Enthielt statt Ersatzsicherungen Toilettenpapier. Fehlende Thermostate bei 3 von 4 Lagertanks. Auslaufende Hydraulikflüssigkeit bei Pumpe 34W. Mehrere fehlenden Einstellräder an den Druckregelventilen. Die vollständige Liste der Mängel habe ich an die Kaffeemaschine in der Cafeteria genagelt. Eventuell bin ich dabei mit dem Hammer abgerutscht. Es scheint so, als würden sie alle diese Woche sämtliche Wartungsarbeiten ohne ihre gewohnte Dosis Kaffee durchführen. Sie werden mir später danken. Aubrey King, Technologieabteilung. Unterabteilung Wartungsarbeit. Ah, schön. Wir als Köche haben die Kellner auch nicht Kellner, sondern Tellerschlampen genannt. Anstand muss sein. Ja, in der Küche ist... Ich weiß, was da abgeht. Ach ja. Schön.
nach der Scheißsucherei gerade was zu lachen. Das ist doch mal was. Das ist ein Plan von Fred. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel Saft da drauf ist. Haben wir alles. Also zumindest kündigt sich das Geräusch an. Du spinnst doch wohl! Nicht nochmal, nicht jetzt! Nein! Erst war es ewig gar nicht. Und jetzt, wo ich da durchrennen will, kommt es dann ständig, oder was? Wo bin ich? Ach, ich bin an der Stelle, wo der ich gestorben bin, oder wie? Lol. Spiel, willst du mir gerade mitteilen, dass das hier ein sicherer Platz wäre? Das ist ein elektrisches Feld. Einmal tust du gut durch, bitte. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz, dass das da ein sicherer Platz sein sollte. Ich sehe nichts. Hier ist ein Geländer. Die Musik ist gerade geil, oder? Doch da drüber. So, jetzt weiß ich nicht, wo ich bin. Also, doch. Ja, kommt natürlich direkt nochmal, ist ja klar. Was?
Das war Doppeltod. Was? Muss ich das jetzt gerade verstehen? Was? Hä, Spiel, was tust du? Ja, genau, was tust du? Bin ich eben hier runtergesprungen und warum bin ich dann gestorben? Ah ne, ich bin da runtergesprungen und gestorben. Ah. Aber warum bin ich dann... Hä? Nicht hinterfragen. Ist es vorbei? Woher soll ich das wissen? Ich habe das verdammte Ding betätigt. Hat es funktioniert? Nur... Ah, Moment. Ich glaube, du hast es geschafft, Rose. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube es nicht. Du hast es geschafft. Ich werde... Hey. Aubrey. Wie wäre es, wenn wir endlich von diesem gottverlassenen Ort verschwinden? Nicht ein Tag zu früh. Nimm den Metallsteg links von dir. Das sollte dich direkt hierher ins Kontrollzentrum führen. Ich weiß, ich habe mich schon bedankt. Aber es ist schön, das gleich endlich persönlich tun zu können. Bin auf dem Weg, Aubrey. Wir sehen uns. Den Metallsteg? Links von mir, in welche Richtung guckend? Weil von hier bin ich ja gekommen. Ja, nö, muss so sein. Noch was? Nein? Nein? Wo muss ich überhaupt hin? Okay, da kann ich nicht wieder drunter durch. Hä? Ah. Ich kann nicht da hoch. Jetzt kann ich doch. Ja, tolles Spiel. Toll! Mach dich nicht gegen Ende unbeliebt. Wofür habe ich den Schalter eben betätigt? Hoffentlich kennt Aubrey eine Abkürzung hier raus. Ich will nur ungern denselben Weg zurückgehen. Hoffentlich kann man Aubrey trauen. Wobei, so wie der sich gerade gefreut hat. Aubrey?
Oder er ist jetzt tot, wenn wir ankommen, weil, ne, wegen Wurst. Wo bist du, Aubrey? Lass uns gehen! Wartungsbericht, Divisions Memo. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man darüber lachen. Seit meinem Wechsel von der Meteorologieabteilung vor 8 Monaten habe ich keine Wartungsprüfung durchgeführt, ohne gravierende Mängel festzustellen. Alles, was ich höre, sind Sicherheitsbedenken hier und Sicherheitsbedenken da. Wenn es Ihnen gelingen würde, die Maschinenhalle nur für eine einzige Woche ohne eine Katastrophe am Laufen zu halten, könnten wir tatsächlich das Budget bekommen, um uns um Ihre paranoiden Sicherheitsbedenken am Arbeitsplatz zu kümmern. Ich habe da gerade so ein Déjà-vu mit meinem Arbeitsplatz. Okay. Für diejenigen, die es interessiert, die Seebestattung Ihres Kollegen Michael Jensen wird am Mittwoch um 14 Uhr abgehalten. Das ist alles. Aubrey King, Technologieabteilung, Unterabteilung Wartungsarbeiten. Plot Twist, Rose, ich bin dein Vater. Vielleicht ist der im Strom drin, so eine Art Computer. Nee, man konnte ihn ja, er hat ja gesagt, guck mal nach rechts, da kannst du mich sehen. Da konnte man ihn wirklich sehen. Er stand da an einem Fenster. Komm schon, Aubrey! Lass uns gehen! Aber irgendwas ist hier trotzdem gerade faul. Oder er ist tot und hat auch die ganze Zeit aus der Zukunft irgendwas gemacht. Aubrey? Ja, oder eins von den Viechern hat ihn erwischt. Ach, das ist Benny. Okay, Benny. Hier musste er gestanden haben, als wir von da hinten hier rüber geguckt haben. She's here. Ein Kartenentwurf des OP? Operationssaal, in dem Ada eingesperrt war. Hallo, Rosie. Ich habe versucht, es dir zu sagen. Das habe ich wirklich. Ich bin ein Lügner, Rose. Ich habe alles gehört. Jedes Wort, seit du an Bord kamst. Von deinem ersten Gespräch mit Ada bis zu ihren letzten Worten. Ich habe sogar dein Gespräch mit Nicola belauscht. Aubrey. Teslas Sperre hat den Funk deiner Schwester nicht gestört. Das war eine weitere Lüge. Das war ich! Warum?
Weil sie mir alles weggenommen hat! Einfach alles! Ich hab's mir gedacht. Seine Aufmerksamkeit! Ich hatte seinen Respekt! Aber sie hat mir alles genommen. Ich war mal wer auf diesem Schiff. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mir alles zurückzuholen. Angefangen mit denen hier. Wenn du das tust, werde ich dich töten. Ist das ein Versprechen, Rosie? Pfadfinder Ehrenwort. Süß. Du hast vergessen, dass so wie ich die fremdartige Energie in den OP-Raum zu deiner Schwester geleitet habe, genauso kann ich sie auch zu dir leiten. Genau hierher. Beeil dich lieber. Diese Dinger werden jeden Moment hier sein. Benny hier wird dir Gesellschaft leisten, während du stirbst. Ich hingegen werde jetzt hiermit die Lage retten und mir zurückholen, was mir gehörte. Ein Blatt rein, eine Dorne raus. Na, was für eine Überraschung. Ja, irgendwie nicht, ne? Entkommen Sie aus dem Kontrollfeld. Wow! Na gut, dass ich mich so super schnell bewegen kann, das ist wow. Schon geil, wenn du gar nicht schneller kannst. Drück die ganze Zeit Sprint, ne? Die ganze Zeit. Okay, das, Schließ deine Augen, Rose! Schließ deine Augen! Alles wird gut. Sie sind weg. Alles wird gut. Tesla. Wenn Gefahr droht, rennen Sie. Diejenigen, die versucht haben, zu bleiben und zu kämpfen, sind alle gestorben. Machen Sie nicht denselben Fehler. Seien Sie schnell und seien Sie auf der Hut. Ja, wenn das mal funktionieren würde. Muss ich das verstehen? Also diesen Fluchtsequenzen, alle, außer der ersten. Die erste war fair.
Aber alle danach. Man wird eingeholt, obwohl man geraden Weg läuft. Was? Ne? Bei der ersten, die, wenn ich da erwischt wurde, das konnte ich jedes Mal verstehen. Ich musste ja gucken, wo musste lang, bla. Das war bei den anderen Verfolgungssequenzen war das nicht der Fall. Also, das ist wirklich ein krasser Minuspunkt. Und das jetzt war halt Tesla. Warum auch immer, wo auch immer der gerade herkommt und warum auch immer er hilft. Wir haben tatsächlich noch ein Kapitel. Wow. Naja, machen wir jetzt auch noch. Aber ich mache meine Tasse nochmal voll. Was haben wir? 2:30. Ja. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist kurz. Okay, nochmal kurzes Pipi. Ups. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt, das muss das letzte Kapitel sein, das geht nicht anders.